Willkommen zum nächsten Part von Mario Gives Up. Im letzten Part haben wir das Geisterhaus gemacht und diesen Level, den Cloud Hopping Level. Und ich habe mich entschieden, dass wir jetzt in dem Part Floating Fortress machen, weil ich heute nicht so viel Zeit habe und vielleicht gerade so ein Level machen könnte, wenn er 20 Minuten dauert. Und wahrscheinlich müsste ich sogar ein Level abbrechen, wenn ich ihn anfange. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil meistens dauern die Fortresses gerade so 20 Minuten. Deswegen denke ich, ist das die perfekte Art und Weise, den Part hier zu machen. Wir haben gerade Dienstag, kurz vor Mitternacht. Ja, sieht nicht so gut aus, das auf Mittwoch hochzuladen, aber ich mache das dann einfach trotzdem noch. So. Und nice, das Castle fliegt einfach in der Luft. Das Schloss im Himmel, Alter. Wenn man so drüber nachdenkt. Oh, shit. Okay, die Musik ist schon mal mega geil. Von irgendwas kenne ich das. Ich bin mir aber nicht sicher. Weiß leider nicht, welches Spiel das ist. Und Alter, ich feiere das gerade. Was? Muss man das überhaupt so... Ach, halt's Maul. Oh. Ups. Mein Fehler. Ja, läuft schon mal gut. Das Gute ist, wir haben im letzten Part gespeichert an dem Geisterhaus. Und deswegen ist es mir auch scheißegal, ob ich ein Game Over habe. Nein! Okay, das hieß nicht, dass ich jetzt unbedingt so sterben wollte. Was für ein Dreck. Ganz ehrlich. Naja, komm, mach. Ich meine, wenn es gut läuft, dann können wir zwei Level schaffen. So, und ich versuche mein Bestes, dass ich möglichst schnell durchkomme. Und vielleicht noch die Yoshi-Coins einsammeln. So gut wie möglich, solange sie nicht zu schwer sind. So sieht es also aus. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich überschätzt. Vom Sprung her. Naja, dann... Wird schon. Ich meine, ich lerne gerade, was ich alles nicht machen soll. Und später kommen dann meine AI-Taktiken. Ich schließe einen Supercomputer an mein Gehirn an und dann... Boom. Dann habe ich das Spiel durch. Dieses Mal, ich muss niemandem was beweisen. Ich muss nirgendwo hoch spin jumpen. Einfach just do it. Just do it. Ja? Sehr gut. So. Ah ja. Ah ja. Läuft bei mir. Was ist das da rechts? Achso, oh, ja, okay. Ich hätte vielleicht mit dem jetzt Trampolin damit. Oh. Ja gut, da ist das Trampolin. Hat es direkt erübrigt. Ja. Ich bin einfach Profi. Einfach in jedem Fachgebiet, das es so gibt. Deswegen kommen immer solche unnötigen Fails daraus. So. Weil ich natürlich als Profi zeigen möchte, was man alles falsch machen kann. So. Boom. Na, habt ihr den Skill gesehen? Er hat einfach einen Trampolin geworfen. Oh nein. Ich hasse alles. Ich will es nochmal sagen, das Spiel ist inkonsistent. Dieses ständig falsches, gespawnetes, ja. Das fickt mich ein bisschen innerlich. Muss ich schon sagen. So, man muss nichts jumpen.
Ach, cool, ja. Ich muss ehrlich zugeben, es war meine Schuld. Weil ich schon wusste, dass das Teil existiert. Es war einfach nur, ja. Wenig nachgedacht. So wie immer. So wie mein ganzes Leben. So. So, jetzt machen wir das ganze Castle First Try. Also, nachdem wir es jetzt verkackt haben, so First Try. Okay. Ach, halt's Maul, ganz ehrlich. Warum zum Fick kann ich nicht durchs Trampolin durch? Nein! Ich sehe es kommen. 20 Minuten gehen vorbei und ich habe den Level noch nicht. Das wäre so typisches Pech, weil ich keine Zeit habe. Ich sehe eine starke Korrelation von Verkacken und wenig Zeit haben. Och, komm, ey, also ganz ehrlich. Habe ich wirklich so lang gedrückt? Bisschen Peach kann ja auch nichts machen. Die hilft ja auch nicht die ganze Zeit. Die ganze Zeit nur dumm über Mario rumschweben und ihn wahrscheinlich böse angucken. Ja, sorry, dann bist du halt in die Lava gefallen. Ist ja nicht meine Schuld. Du hättest dich auch verweigern können. Muss das Ding wieder spawnen? Oh, come on, ich bin so behindert, Alter. Jedes Mal. Ach, Junge, jetzt halt's Maul und geh da hoch. Junge. Oh Mann. Warum geht das da denn nicht hoch, verfickte Scheiße? Geht, Junge. Bleib da doch einfach oben, Jan. Ich bin so angepisst gerade. Hauptsächlich auf Mario. Wie lange soll ich noch links drücken? Wo zum Fick? Okay. Kann ich da hochspinjumpen oder so eine Scheiße? Oder. Ach, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was das war. Junge. Ist das Ding, was mich gerade abfuckt? Das ist einfach schon wieder. Immer die unnötigsten Scheißtode. Nicht irgendwie so, ja, keine Ahnung, ausnahmsweise mal ein Scheißtode. Nee, die ganze Zeit. Springt am Skelett vorbei. Weißt du, aber das ist halt das Ding, wenn ich mal längere Sessions machen könnte, dann würde das nicht so scheiße ausfallen. Dann würde ich vielleicht sogar irgendwann gut werden, aber es ist halt, ja. Was will man machen? Sich die Zeit verschaffen? Ja. Ja, erstmal hast du wir beziehen, ne? Da hat man die Zeit. Was soll dabei denn schief gehen? Also ich sehe da absolut nichts, was schief gehen kann. Oh, scheiß Teil, Alter, ganz ehrlich. Gar kein. Oh, halt's Maul. Oh Junge, ich sag doch 20 Minuten. Ich sehe es überschritten. Ich sehe es jetzt schon überschritten. Ich komme nicht mal zum Checkpoint. Nicht mal das. Shit, Junge. Tja, das passiert, wenn man schlechter ist als die Levelersteller. Ja, nice, Alter. Nice, Alter. Ich könnte gleich direkt den Part neu anfangen und mir sagen, so, ja, fick dich. Alter. Ich muss sagen, es stresst mich ein bisschen. Wir haben Mitternacht. Okay.
Ich muss schlafen. Ich habe jetzt schon weniger als 6 Stunden Schlaf. Ach, beschweren, Alter. Das kann ich gut. So, jetzt komm. Am Anfang war es ja noch relativ gut. Da bin ich plötzlich runtergekommen von meiner Leistung und dann, ja. Oh nein, warum ist das so beschissen? So, jetzt. Also, wenn ich das noch gerettet hätte, dann... Dann wäre ich... Ach, Halt's Maul, Junge. Ich habe nach links gedrückt die ganze Zeit und er ist nicht hochgekommen. Wie? Alter. Brauche ich jetzt auch noch fucking Anlauf vorher oder so, damit er da aus irgendeinem Grund höher springt bei dem Trampolin? Alter. Oh, Junge, das ist wieder immer das Gleiche. Immer. Ich komme nicht mal vorwärts. Okay, dass das mich nicht getroffen hat. Nein, ich sehe es nicht. So, okay, ich brauche Anlauf. Gut zu wissen, ne? Ey, nice. Der Vollidiot hier ist nicht gespawnt. Finde ich schön. Oh mein Shit, Junge, das ist so buggy. Ich habe mich 2 Millisekunden habe ich nur nach links gedrückt. Alter. Mach schneller, Mann. Alter, nice, Alter. Das ist einfach wieder so ein richtiger salty Part. Einfach nur, weil ich von Anfang an einfach salty reingegangen bin. Gefühlt. Man kann ja die Sekunden zählen, ab der ich angefangen habe, salty zu werden. Oder zählen, ab wie viel Toten ich am saltier wurde. Dann irgendwann mein Maximum erreicht habe, an dem ich jetzt gerade bin. Alter. Willst du mich... Achso. Och man, es ist halt so scheiß allein, Alter. Ey, nice. Okay. Ah, na, ja, diesmal war der Sprung kleiner, weil, ja, ist halt so, ne? Ist halt so. Akzeptier's. Komm drüber hinweg. Fick dich. Ah, Versuch Nummer 3465. Ich habe es immer noch nicht zum Checkpoint geschafft. Die Chancen, dass ich es schaffe, stehen schlecht. Peach lacht mich von oben aus. Ihre Haarfarbe hat sich nun an ihr durchsichtiges Antlitz angepasst. Oh, nice. Oh, nice. Ja gut, das ist ganz ehrlich unmöglich. Unmögliche Task. Für den Taskmanager von mir, der sich Gehirn nennt. Neuer Rekord, Alter. Ich hätte da jetzt warten können, aber ich hätte auch einfach nicht warten können. Achso, ja, die Feder, die will er nicht, ne? Die will er nicht. Hab ich gerade fast selbst gefickt. Kamera. Danke. Bitte, verarsch mich nicht. Danke. Danke. Pilz, danke. Okay. Die Chancen stehen wieder besser. Ich hab Angst. Okay. Ich mach das jetzt so vorsichtig. Einfach nicht sterben kann. So. Na, sag ich doch.
Ich hätte da nicht sterben können. Deswegen habe ich es geschafft. Ich bin immer noch nicht am Ziel, aber es sieht besser aus als jemals zuvor. So. Warum scrollt die Kamera nicht? Willst du mich verarschen? Zumal. Das ist einfach nur ein Mechanismus, um mich gestresst zu machen. Mehr ist es nicht. Oh, my shit, dance. Okay, es gibt keinen Checkpoint, das ist gut zu wissen. Ah, cool. Das ist natürlich super toll aligned, dass ich auf jeden Fall getroffen werde beim ersten Versuch. Weil ich das nicht so schnell hätte voraussehen können, weil mein Gehirn beim Reden nicht aktiv ist. Oder wenn dann nur zu 10% und 5% werden da schon vom Arbeitsspeicher eingenommen fürs Atmen und das ist halt schon, ja. Ne? Ach cool, ich habe keine Starcoin mehr. Das macht es mir leichter auf jeden Fall. Weil ich es mir dieses Mal jetzt nicht bewusst verkacke. So, ich versuche nicht rumzuskillen. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Das muss man im Kopf behalten. Kann dieses Ding, genau das, kann es bitte einfach verschwinden? Für immer? Junge, ich kann nicht stehen bleiben, weil die Kamera, die macht nichts. Junge, ich bin seit 10 Jahren oben und die Kamera, ah. Ich bin voll bekifft. So in der Art. Es ist einfach, nein. 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 Einfach nein. Einfach nein. Tanz. Du bist scheiße. Du bist ein Vollidiot. Fick dich. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Tanz ist ein fucking Vollidiot. Er ist an allem hier schuld. So. Oh mein Shit, ich hab das Rätsel gelöst. Das ist so widerlich. Das ist so widerlich. Was soll ich denn machen? Hast du alles? So. Ich würde gerade sagen, es gab einen Grund, warum ich das jetzt langsam gemacht habe, wie jetzt. So. Ich bin aber auch gerade ein bisschen gestresst, weil ich möchte es echt schaffen. Das war noch innerhalb der nächsten paar Minuten. Zumindest wäre das der ideale Fall. Ich meine, das hier ist gar nicht so stressig eigentlich am Ende. Okay, außer jetzt die fucking Stelle, weil der sich so dachte, ne, die Kamera darf nicht richtig laufen. Aber gut. Immerhin keine inkonsistente Spawnen an manchen Stellen. Und auch 107 Sekunden, ey. Nice. Oh. So sieht's also aus. Okay, ich verstehe. Nice. Springen wir halt nochmal rein, bitte. Okay. Ich muss leider sagen, das ist so nah an den 22 Minuten, dass ich hier schon bereit beende. Aber das war ein schönes Ende. Ich habe mich zwar inkompetent angestellt, wie im Geisterhaus, ne? Aber immerhin. Aber ich vermisse die Musik ein bisschen. Also, muss ich sagen. Hey, aber wenigstens gespeichert auch noch, ne? Das Übliche. Und im nächsten Part, hoffe ich, habe ich dann wieder mehr Zeit. Vielleicht kann ich doch endlich wieder eine Aufnahmesession machen. Ne, eine nicht gegen Mitternacht, wo ich auch ein bisschen leiser in der Stimme sein sollte. Als ich sowieso, ja gut,
In den Lamulan-Aufnahmen kann ich abdrehen, aber da ist auch jemand anders dabei. Nee, aber ja. Das ist auf jeden Fall der Part. Peach ist immer noch aggro. Ich würde sagen, ciao.